Hallo meine Freunde und Steine und herzlich willkommen im Brickcamp. Heute geht es um das Thema planlos mit panlos. Und wieso das Ganze erzähle ich euch gleich, wenn ich euch das Set vorstelle. Heute geht es um einen Typ 99. Ich würde jetzt sagen, so am Hand von Foto für alle Leute, die da ein bisschen mehr wissen wollen, ich würde jetzt von einem 99 km ausgehen, aufgrund der Tarnung, die hier drauf ist. Das ist das aktuellste Modell vom Typ 99. Der Typ 99 ist der MTB der Chinesischen Volksrepublik. Ist das richtig? MBT heißt Main Battle Tank, also den hier aktueller Kampfpanzer, ganz einfach. Das ganze Ding hat um die circa 1500 Teile. Man findet nirgends eine Teileanzahl. Es ist zwar hinten eine Teileübersicht drin, aber seid mir nicht böse, ich habe es echt nicht durchgezählt. Angegeben wird es, ich habe ihn in China gekauft, mit 1500 Teilen circa. Weil weder auf der Originalverpackung, wenn man die Bilder anguckt, noch bei den Händlern gibt es konkrete Teilemengen. Er hat fünf Minifiguren sind am Start, er kostet so um die 50 Euro in China. In Deutschland, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht so genau geguckt. Ich glaube, es gibt bestimmt auch einen Händler, der den in Deutschland hat. Tja, Vorsicht, die Minifiguren sind nämlich der Knackpunkt an dem ganzen Teil. Panzer an sich, also zum Vorbild, der Typ 99 km, wie gesagt, aktuelles Modell der chinesischen Armee, hat eine Maximalausstattung 58 Tonnen, kommt er auf die Waage. Die KM-Version hat angeblich, die Daten sind echt schwierig zu bekommen, finde ich, 2100 PS, und das sind alles so Daten, die ich im Internet bis jetzt gefunden habe, die jetzt nicht so wirklich, ja, sagen wir mal, bestätigt sind. Man guckt auf fünf verschiedenen Seiten und schaut in Bücher rein und irgendwie steht irgendwo immer ein bisschen was anderes. Was drin steht, ist, dass auf jeden Fall es ein wassergekühlter Dieselmotor ist, der auf dem Leo 2 basieren soll, also so ein abgekupferter MTU-Motor. Dass drei Personen Besatzung drin sind, hat damit zu tun, weil dieser Panzer mit dem Autoloader funktioniert. Das heißt, ich brauche keinen Ladeschützen mehr, weil ich einfach eine automatische Ladefunktion habe. Was haben wir noch für interessante Themen? Jetzt ist mir hier gerade mein Post-it abgegangen, mein Spickzettel, weil ich kann mir auch nicht immer alles merken, seid mir nicht böse. Er schafft mit den Zusatztanks, zeige ich euch gleich, ein Modell, die sind da auch dran. Angeblich soll er eine Reichweite von 600 Kilometer haben. Wären aber mit Zusatztanks, hat er ein Gesamtvolumen von so circa 4200 Liter Diesel angeblich. Das wären 700 Liter pro 100 Kilometer. Ja, da sollte man sich eine Spazierfahrt aktuell echt überlegen. 700 Liter auf 100 Kilometer. 80 km/h Spitze auf der Straße. Im Gelände waren es, glaube noch 32, weiß ich nicht. Genau, wie gesagt, ich finde auch die Daten, ja, ist schwierig. Wie gesagt, fünf verschiedene Quellen, fünf verschiedene Meinungen. Was interessant war, die Wanne soll, er basiert eigentlich auf dem 98, auf dem Vorgängermodell, ist aber so sehr hauchhart inspiriert vom russischen T-72. Der Turm ist inspiriert vom Leo 2, was die Panzerung angeht. Das aktuelle Modell hat eine 125 mm Glattrohrkanone drauf, die auch Lenkflugkörper verschießen kann dann. Und ja, also es ist so ein witziger Mix aus, die Chinesen haben sich da hart, sagen wir mal, inspirieren lassen. T-72 basierte Wanne, Leo 2 Motor, dann Zielerfassungssystem, sieht aus die Optik wie vom Leclerc, von den Franzosen. Und ja, wie gesagt, Turmform, westliches Turmform, Abrahams, Leo und Leclerc kommt da so ziemlich, ich hoffe, ich rede den Franzosen, spreche ich richtig aus. Ist nicht mein Thema. Und ja, fand ich trotzdem mal interessant, weil diesen Typ 99, jeder, der bei den China-Panzern sich mal ein bisschen umgeschaut hat, gibt es halt echt von vielen. Und wenn ich hier hinten drauf gucke, da sind jetzt mal sechs Modelle abgebildet aus dieser Serie. Der Leopard 2 geht so gar nicht.
Der Macach, okay, von den Fotos, die sie gefunden habe, ja, okay. Der T90, und der andere ist, glaube ich, auch ein Chinese, deswegen. Der Typ 99, ich hole ihn mal her. Dass ihr mal seht. Ja, wie gesagt, von der Bedruckung kommt er halt an das aktuelle KM-Modell ziemlich ran. Und von der Tarnung und auch von, so von der Formgebung. Was ein bisschen irritierend ist, ist, dass aber eigentlich der neue einen längs eingebauten Motor hat, was hier nicht so von der Länge nicht ganz passen würde, weil er ein bisschen zusammengeknautscht ist. Also die Bedruckung ist auch wie vom neuen Modell. Von der Form her würde ich aber sagen, ist es der normale neue Typ 99. Der hatte nämlich einen quer eingebauten Motor mit nur 1500 PS. Dieselzusatzbummeln hier hinten drauf. Aber wir machen nachher gleich mal einen Perspektivwechsel von der Kamera, dann gucken wir uns das Gerät nochmal genauer an. Schauen wir erstmal geschwind in die Anleitung. Die Anleitung, muss ich sagen, ist so, ja, ist echt gut, finde ich. Es wird, wo haben wir jetzt hier mal so ein schönes Beispiel? Die Farben werden nur ausgebleicht, wie ihr seht. Man konnte auch dieses ausnahmsweise mal Oliv und Schwarz, beziehungsweise hier dann jetzt auf der Kamera, weiß ich nicht, ob es die Kamera gut hinbekommt vom Licht her. Ich habe hier Olivgrün und Dark Bluish Gray. Also bei künstlichem Licht kann man es reiniger mal relativ gut erkennen. Ich habe also Anleitungen, wo es wesentlich schwieriger ist. Okay, nee, ich habe jetzt einen drin, das ist beides olivgrün. Jetzt müssen wir mal gucken. Der hat nämlich auch. Da, wenn du schwarz besser gesagt. Da nehmen wir schwarz als Beispiel. Oder hier haben wir dann auch noch mit Sternchen mit TransClear. Also ich finde die Bauanleitung ganz cool. Wir haben. Oh, falsche Seite. Hier jetzt. Gucken, ob die Kamera scharf stellt, hoffentlich. TransClear, Olivgrün und Schwarz. Und bei Schwarz haben sie halt wirklich einen sehr markanten weißen Ring drumherum gemacht, um das markant zu zeigen, jo, das ist schwarz. Das gefällt mir ziemlich gut. Dann bei TransClear haben sie jetzt hier so ein Sternchen dazu. Dann steht hier hinten im Eck TransClear, beziehungsweise transparent auf Deutsch. Transparent, fand ich total cool. Und ja, die Bauanleitung ist gut verständlich, die Bauschritte sind gut. Wir haben insgesamt, lasst mich gucken, lasst mich gucken. Ja, jetzt ohne Minifiguren zusammendübeln, sind wir bei jetzt 362 Bauschritten, die auch von der Reihenfolge, ja, Sinn machen. Beim Turmaufsetzen muss man ein bisschen aufpassen, wenn man dann nicht mit viel Gefühl ist, dann fliegt es auseinander. Aber zu den Tücken am Bauen von dem ganzen Teil, das machen wir gleich in der Nahansicht, hätte ich gesagt. Was gibt es sonst zur Anleitung zu sagen, wie ich euch gezeigt habe, hier hinten auf den letzten, ja, vier Seiten, drei, vier Seiten sind dann die ganze Teileübersicht. Was ich total witzig finde, ist, es ist extrem viel gedruckt, außer was über mehrere Steine geht. Also die ganzen einzelnen Steine sind bedruckt oder Plates, Tiles, keine Ahnung, was auch immer. Und die Kennung, dieses TJ101, was auch unter anderem bei diesem Parade, wo auf diese Parade, was die Chinesen da mal machen, diese Militärparade, war Fahrzeug auch drauf stand, diese Kennung. Das ist der einzigste Sticker in der ganzen Tüte. Wir haben Bauabschnittssortierung, auch ganz cool. Also man kann das auch immer so schön in Häppchen zusammenbauen. Da gibt es nichts zu meckern. Bauanleitung finde ich gut, Bauschritte sind gut, Bauabschnittssortierung. Steinequalität bei Panlos muss ich glaube nicht viel sagen. Jeder, der es schon mal gebaut hat, weiß, ist gut. Dann hätte ich gesagt, zeige ich euch nur die Minifigur. Das können wir auch noch hier in der Perspektive machen. Das hier erstmal, fand ich total geil. Ja, so eine, keine Ahnung, für was die dabei ist, aber hier ist mal nur so eine Gatling. Ja, ich lege das mal ein bisschen, dass die Kamera auf einem Tripod
so eine kleine Gatling-Gun. Also diese angedeutete Munitionsgurt hier, der hält bei so einer Gatling keine Sekunde. Aber mal nett, weil es sind wieder, wie immer, sehr viele Träger da, aber wie gesagt, da gehen wir dann mit dem Zubehör dann in der anderen Kameraperspektive drauf ein. Dann hier noch die Kollegen. Fünf Minifiguren sind hier am Start. Gehen wir aber auch, drehen wir gleich mal die Kamera in einer Ansicht mal ein bisschen näher. So, dann haben wir hier die Minifiguren. Ja, was ich da ganz lustig finde, ist, ne, drei von den Kameraden haben hier diesen schönen, ja, schönen, eigentlich total unpassenden Stahlhelm auf. Die Minifiguren an sich, so im ersten Moment würde man sagen, ja, sieht aus so ähnlich wie eine Lego-Figur. Die Arme sind auch so, möchte ich mal behaupten. Haben aber auch eine schöne rundum Bedruckung. Auch der Torso. Was ich bei den Hosen so witzig finde, normalerweise ist der Gürtel ja hier an der Hose. Die Hosen sind ein bisschen anders gemacht. Auch hinten bedruckt. Dann hier die Aufnoppung. Also ich habe von Panlos diese Figurenart noch nicht gehabt. Und sieht man ja an der Seite, sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Hat man so eine Einkerbung. Aber wie gesagt, das passt dann eigentlich ziemlich gut. Der Helm ist total unpassend. Wir haben drei Figuren hier am Start mit diesem komischen Stahlhelm aus dem Zweiten Weltkrieg, sage ich mal. Finde ich sehr unpassend. Die zwei Figuren haben modernere Helme, wo man dann auch Zubehör anklippen kann. Hier vorne dran so ein Nachtsichtgerät und der hier noch eine andere Ausführung. Wieso das zwei unterschiedliche sind, kann ich euch jetzt nicht sagen. Also finde ich jetzt kurios. Mir wäre es auf jeden Fall gefallen bei den Figuren, wenn dann wenigstens alle ungefähr die gleiche Art hätten. Also auf die drei Helme hätten wir auch verzichten können. Dann gucken wir doch gleich mal das kleine Gefunzelholz zu Ende. Hier sind unsere Ersatzteile, was so übrig geblieben ist. So eine Klappe, die auch bedruckt ist. Ich habe die ganze Zeit geguckt, ob ich sie irgendwo vergessen, weil ein bedrucktes, solche bedruckte Teile übrig. Schwierig. Kettenglieder, da waren leider, das ist ziemlich eng rausgegangen. Es sind zwar ein paar mehr drin, da haben wir noch eine ganze, aber es sind auch bei denen tatsächlich relativ viele Fehlgüsse mit am Start gewesen. Was ich schade finde. Ja, vier, fünf Fehlgüsse. Dann noch unsere Waffenträger und also Waffen, was hier noch mit dabei waren. G36, naja, bei den Chinesen, wenn man meint, aber das ist ja eh. Das ist eine Famas, glaube ich. Nee. So, hier so einen ganz komischen langen Munitionsgurt, so ein Gummiding, keine Ahnung für was. Dann haben wir hier eine LPK. Den finde ich ganz witzig, so ein Granatwerfer. Dann, ja, so ein Bogen. Hier so ein bisschen, ah, das ist noch Zubehör, wenn man die Minigun nicht auf so einem Tripod montieren will, sondern irgendwo anders. Über eine C-Clamp, dann so ein paar bisschen Kleinzeug. Diese Doppelklammern sind ganz cool, von denen könnte ich mehrere brauchen. Da kann man nämlich sau cool die großen Zaunelemente damit verbinden. Ein Schlagstock, ja, auch mal ganz nett, weil es einfach mal moderne Sachen sind. Und dann haben wir hier auch nochmal so klein. Ja, genau, das sind jetzt so Sachen, die ich dann an den Helm ran machen kann. Hier diese Nacht, das sind so Doppel-S-Haken und für so eine Nachtsichtklemme. Da das Nachtsichtgerät, was ich wie gesagt habe, für die Helme und das ist auch noch, gehört auch noch zu dieser Minigun. So, dann kommen wir gleich mal zum Panzer. So, dann haben wir doch mal einen kleinen Perspektivwechsel gemacht, damit ich euch diesen kleinen Süßen hier ein bisschen besser zeigen kann. Weil so klein ist der nämlich gar nicht. Ich kann aber zum Maßstabsvergleich. Ich nehme mal von Kobi den Leopard 2. Dann habt ihr da mal einen kleinen Größenvergleich. Leopard 2 von Kobi, nicht der TVM, noch der normale. Zum Typ 99. Also er ist ein ganzes Stückchen größer. Wenn man jetzt dann zum Beispiel noch eine Minifigur als Referenz nehmen würde, dann seht ihr, das ist schon in Oschi. Jetzt mal zu dem Panzerchen an sich. Ja? Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja jetzt hier einen Haufen, beziehungsweise ich habe da jetzt einen Haufen gequatscht.
Das Modell an sich, finde ich, ist ganz gut gelungen. Die Bautechniken sind teilweise sehr gewagt. Ja, also wir haben jetzt hier, man kann hier die Klappe aufmachen vom Fahrer. Das Ding könnte man rausklippen, geht aber nicht ganz so leicht. Musst du da hinten mit dem Finger reinfahren, dazu den Turm drehen, Klappe hoch und dann kann man hier hinten das hier aufhebeln, weil das hält alles ziemlich fest. Und da habt ihr jetzt schon gesehen, was das Manko hier an der Klappe ist. Drücke ich hier einmal aus Versehen an der falschen Stelle, fällt mir hier alles auseinander. Das nächste, was echt Banane ist, muss ich sagen, an dem Modell, sind hier, und ich weiß auch nicht, wieso, das wollten sie hier irgendwelche Klappen wahrscheinlich simulieren, keine Ahnung. Also hier hat man so Grills reingemacht und dann soll man diese Tür hier mit dem Griff hier in den Grill reinklippen. Also, oh, vergiss es. Da wirst du irre. Du kannst du hier, kann man nicht richtig draufdrücken. Wie ihr seht, das ganze Seitenteil drückt es dann runter. Die Seitenteile hier sind hier vorne, sollen eigentlich hier vorne gehalten werden. Ich klappe es mal hier hinten hoch. Und machen wir es mal auseinander. Das ist nämlich auch im Verhältnis zu Kobi. Wenn ich ein Kobi-Seitenteile montiere, hat man oft das Thema, dass dann hier noch diese flachen Kobi-Blades nochmal dagegen kommen, um das einfach ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Hier habe ich tatsächlich das Problem, die Steine haben zwar eine gute Klemmkraft, aber wenn ich da halt irgendwas bewege, dann geht es wieder auseinander. Und dann soll hier dieser Pin steckt eigentlich hier drin. Und der soll hier vorne die Klappe auf Position halten von der Höhe. Aber ihr seht schon, also das ist so eine sehr gewagte Geschichte. Also funktioniert mehr schlecht wie recht. Kannst eigentlich den Pin rauslassen und einfach so und dann hier runterklappen. Sie hängt nicht durch, also die Eigenstabilität hat sie. Wenn man nur hinstellt, geht's. Sonst aber auch nicht. Der Turm an sich, finde ich, ist eigentlich ziemlich gut gebaut, ist auch ziemlich robust gebaut. Den kann man dann hier so rausnehmen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man den aufsetzt und man drückt zu stark. Wenn ich hier drücke, jetzt Vorführeffekt, jetzt hält's, zack. Na, jetzt sind mir hier die Inverted Slopes weggeknallt. Und an den zwei Inverted Slopes hebt hier der komplette Sitz für den werten Kommandanten und Richtschützen. Da seht ihr hier und die Kanone. Ja, also das ganze Element hier ist natürlich hier innen auch noch genobbt. Ja, seht ihr? Das ist hier noch zusammen genobbt. Aber, wartet mal, ein bisschen mehr Licht. So. Ist hier aufgenobbt. Aber hat dann halt hier nur als Gegenhalterung diese Inverted Slopes. Und das ist dann so ein bisschen heimtückisch, wenn ich da dann nicht mit Gefühl, jetzt muss ich hier nochmal den Pin wieder runterdrücken, wenn ich da dann hier nicht mit Gefühl den Turm aufsetze, das ist mir am Anfang immer passiert, und ihr müsst dann wirklich hier drauf drücken, auf das Kanonensegment zum Turm einsetzen. Weil wenn ihr das nicht macht und ihr setzt den Turm rein und ihr drückt irgendwo hier drauf wieder, dann hast du das. Ja? Cool, Turm sitzt, weil man ist es gewohnt, dass ein Turm bündig sitzt. Aber zack, fliegt runter. Und wie gesagt, diese Klappen. Also das nervt unheimlich, weil die hängen hier nicht richtig in den Grills drin. Ich habe es auch noch nicht probiert, wenn ich zum Beispiel Lego, aber das sind die Panzersets, da mache ich immer mir nicht so einen Kopf draus, dass die kopiert sind, weil das ist auch kein kopierter Mock. Tatsächlich. Zumindest habe ich da nichts gefunden. Da wundere ich mich schon, wie kommen die denn auf solche wahnwitzigen Ideen? Und das ist dann halt hier, ja, mit dem Turm hier so ein Thema. Dann muss man den hier wieder so zusammenbauen. Ja, also das ist den Aufsetzen, den ist mir, glaube ich, beim Aufsetzen dreimal auseinandergeprallt. Da habe ich gedacht, jetzt kriege ich die Krise. Und deswegen zu meinem Einleitungssatz planlos mit panlos, weil ich glaube mir, da haben sie sich manchmal nicht so im Kopf gemacht. Also ich habe jetzt schon
Sanctum Sanctorium gebaut als Modular, was eigentlich ganz gut war. Achso, jetzt kommt hier noch die Munition rausgeflogen. Das ist nämlich, das ist ein ganz witziges Gimmick. Wir haben hier das Munitionsfach vom Autoloader, was eigentlich nicht so ganz. Ja. Und dann kommen hier die Geschosse, kann man dann hier reintun. Und das, weil der Autoloader ja nach vorne ein Entnahmefach hat, das haben sie schon berücksichtigt. Also ich habe hier so ein kleines Loch, wo es dann der Kollege innen drin die Munition abnehmen könnte. Jetzt fällt mir noch hier vor lauter Rumgebastel und das MG weg. Dann haben wir hier bei diesen Klappen wieder dasselbe Thema wie auch bei der Fahrerklappe. Drückt man aus Versehen auf die G-Slope, ja, was ja sich überhaupt nicht anbietet. Ne? Also das ist halt so eine Erhöhung und da drückt man dann halt gerne hier auf die Erhöhung anstatt hier drauf. Also wenn es als Kind ein Spielset sein soll, ich glaube, ich bin nicht so ein geduldiges Kind gewesen. Ich würde das Teil nach dem zweiten Mal auseinanderfallen, zack, würde ich mir das ins Eck schmeißen. Die Seiten hier, die sind, ja, es sieht jetzt relativ fragil, man muss schon immer aufpassen, wo man hinlangt. Das ist schon, ja, aber es ist tatsächlich, das Hintere ist sehr stabil gemacht, die Seitenteile muss man ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, das zum Hinstellen, ja, okay. Das groß bewegen, naja. Zur Wanne selber, wie gesagt, die Seitenteile, oh, der Kraus. Zum Bauen waren sie schön, hier ranklippen ist klar, aber das hier vorne, wenn du da probierst, das wirklich so hinzubekommen, wie es sein sollte, da wirst du irre. Irre nicht, aber das ist halt schon ein bisschen nervig. Dann hier, die Technik finde ich eigentlich ganz cool, aber da haben wir bloß natürlich wieder das China-leidige Thema. Boah, jetzt habe ich hier das so zerlegt. Ja, Wahnsinn. Nein. So. Da haben wir nur wieder ein bisschen das Problem. Ich finde, das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, wenn ihr bei China-Sets diese Hinges hier habt. Ja, mit den, also die alten Lego-Hinges. Das ist ja das Neue. Das sind die alten. Die alten hatten keine Rasterung, die neuen haben ja die Rasterung. Da ist immer so das Problem mit der Passgenauigkeit. Das geht hier einigermaßen. Man kann auch mal hier gucken. An der Luke haben wir die ja auch. Ihr seht, die Spreizung hält sich ziemlich, ich möchte mal sagen, einigermaßen in Grenzen. Normalerweise sind die so satt, dass dann immer die Dreiergabel sich rechts und links so richtig brutal auseinanderspreizt. Es ging hier ohne Nachbearbeiten, das zusammenzubekommen. Hier dann auch das Spiel, weil man klickt es dann hier drauf und es liegt hier vorne. Dann, jetzt, warum probieren wir es nochmal auseinander zu bekommen, ohne dass wieder alles auseinanderfällt? Zack, nee. Liegt dann hier vorne auch nur schwarz auf schwarz drauf, ne? Hier auf diese Hinge auf. Ja. Sonst an sich zum Bauen war das Modell schon ganz cool, das muss ich sagen, auch wenn ich das jetzt hier gerade halb wieder zerlegt, das ist hier nur so reingelegt. Dann kann man nämlich hier auch die Klappe runter machen. Also, dass man hier, der Innenraum ist auch cool und auch mit Drucke. Ja, also der Fahrerraum ist hier auch mit Drucke. Ich mache das mal weg, wenn wir jetzt hier schon am Zerlegen sind. Auch gut gemacht. Hier mit dem Sitz, das müsste halt jetzt nicht so ganz sein müssen. Mit der Sitzlehne, weil hier ist einfach nur olivenes Laub drin. Aber das ist soweit ganz gut gemacht, möchte ich mal sagen. Und ja, wenn man das jetzt hier so auseinanderbaut. Kennt ihr den Spruch Vorführeffekt? Okay, wenn das, sagen wir mal, nur mit minderer Stein gebaut wäre, dann würde das hier absolut, dann hätte ich das Ding wahrscheinlich schon längst in die Pfanne geschmissen. Also, wie gesagt, so funktioniert es ganz gut. Man muss halt das wissen, ah, okay, jetzt hier nicht auf den G-Slope drücken, sondern wo. Dann kann man das hier wieder und hier reinbauen. Denn Motor ist da drunter. Dann kann man hier auch die Klappe wegmachen. Seht ihr, gebauter Motor. Auch ganz nett gemacht und wie gesagt, hier, also ich würde sagen, er ist quer eingebaut. Klar, hinten Getriebeeinheit, Bremseinheit, aber das ist noch die quer eingebaute Version.
Weil der 72, Typ 72, Typ 99 A2 oder der KM hat einen längs eingebauten Motor drin. Deswegen, die haben einfach nur den Tarndruck, weil es das aktuelle ist, so übernommen. Aber das Modell an sich ist auf jeden Fall die alte Version. Was gibt es noch so dazu zu sagen? Ich würde sagen, das war's schon. Das Modell war so schön zu bauen, eigentlich, bis auf jetzt die paar Geschichten. Es ist ein reines Displaymodell zum Hinstellen, weil, wie ihr seht, wenn du da mal ein bisschen dran rumfummelst, da gefällt dir gerne mal was weg. Also meine Kobi-Panzer, wenn es sein müsste, würde ich sogar meinem Kumpel so einen kurzen geben zum Spielen. Wenn er unbedingt mal mit dem Panzer rumfahren will, er weiß ja die Bedeutung von den Dingern noch nicht. Oder ja, für was sie eigentlich so sind. Kinder spielen damit hin ohne Hintergedanke. Und aber den würde ich ihm garantiert nicht in die Hand drücken, weil ich wäre mehr wieder am Zusammenbauen wie an allem anderen. Was gibt's mehr dazu zu sagen? Ich glaube nicht. Somit switchen wir mal nochmal die Position, die Kameraposition zu den abschließenden Worten. Bis gleich. So, dann sage ich mal wieder vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Wünsche euch wieder einen schönen Start in die Woche. Noch vielen Dank für 200 Abos. Ja, hat mich riesig gefreut. Es ist cool, wie viele Leute mittlerweile einschalten. Macht mir nur Spaß. Und ihr wisst immer, wenn ich was verbessern kann, wenn ihr was wissen wollt, haut's in die Kommentare rein. Wenn ich was falsch erzähle, haut's auch in die Kommentare rein. Ich sage immer, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Nobody is perfect. Somit, ja, wie schon erwähnt, eine schöne Woche. Lasst's laufen. Bis dann. Ciao.